out! Leute, was geht? Heute gibt es ein neues Format. Ihr habt es schon im Titel entnehmen können. Und was wäre ein neues Format ohne mein Special Guest, Mrs. Juicy Girl? Hey, was geht? Lang nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall machen wir heute ein Format, wo wir drei Geschichten erzählen, Real-Life-Stories. Eine davon nur ist wahr, wir lösen erst am Ende auf. Heißt, ihr könnt mitraten, welche Story davon wahr ist. Und ich würde sagen, Ladies first, deswegen... Let's go. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr Onlyfans von mir sehen wollt. Okay, also du weißt ja, ich wurde schon dreimal operiert. Bei der einen, okay, warst du ja dabei. Und bei der allerersten OP, da war ich 15, das war auch meine generell erste OP, die ich jemals hatte, wurde ich unter Narkose gestellt. Dadurch, dass ich das erste Mal operiert wurde und ich noch nie unter Vollnarkose stand und noch nie irgendeine Art von Betäubungsmittel in meinem ganzen Leben bekommen habe, ist es halt so passiert, dass ich am Anfang während der OP einfach halb aufgewacht bin, aber nicht ganz, also ich kann mich nicht dran erinnern. Wurde mir erst im Nachhinein erzählt, dass ich so halb aufgewacht bin und dass sie mir einfach noch mehr Medikamente geben mussten, damit ich wieder einschlafe. Also ich wusste es nicht, das hat mir meine Mom und die Ärzte halt im Nachhinein gesagt. Also das ist die erste Story? Ja, das ist die erste Story. Okay, sehr verdächtig. Ich will mir erstmal die anderen beiden anhören, dann gebe ich mein Fazit. Ich gehe hier nicht voreingenommen rein, ich sage nicht, ja, das stimmt nicht. Erstmal alles anhören, ganz gechillt bleiben. Die zweite Story ist, dass ich damals eine gute Freundin hatte. Ich nenne ihren Namen nicht, weil sie ist gerne mal stalkt. War das die Nachbarin von meiner Oma. Und sie ist ein Jahr jünger als ich. Und wir haben damals immer gespielt. Also immer, wenn ich bei meiner Oma war, haben wir uns getroffen, Sachen ausgetauscht, Nintendo gespielt, alles Mögliche. Weiß nicht, ob ihr noch diese Freundschaftsarmbänder kennt. Ja. Aber die hatten so Tierformen. Kennst du die? Mhm. Die hatten halt so Tierformen. Und wenn man sie anhatte, konnte man natürlich keine Tiere erkennen. Aber wenn man sie ausgezogen hat und sie so auf den Tisch getan hat, dann war es, weiß ich nicht, ein Hund oder ein Pferd oder was auch immer. Und das Ding ist, ich hatte auch welche, aber sie hatte immer mehr. Es war immer so ein Konkurrenzkampf zwischen uns. Wir waren so, weiß ich nicht, 8 Jahre alt oder so. Aber es war immer, die hat das Nintendo-Spiel, was ich nicht habe und dies und das. Wir waren ja befreundet, das war auch ziemlich assi von mir. Ich habe so Auge gemacht auf diese Freundschaftsarmbänder, weil sie immer diese Tiere hatte, die ich nicht hatte. Ich habe 1000 Päckchen gekauft. So, weiß ich nicht, es gab auch so Special-Armbänder mit Glitzer und sowas und ich habe sie ihr einfach geklaut. Also quasi wie bei Jungs, immer mit Fußballkarten. Ja. Jeder wollte Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar und so. Und bei euch war es mit diesem Freundschaftsarmband. Ja, und ich hab ihr einfach die Armbänder geklaut. Okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal nach der jüngeren Ellie an. Ja, und sie hat auf jeden Fall das nie gemerkt. Sie hat mir dann immer so erzählt, ja, ihr fehlt das Armband. Und ich habe immer so einen aufgetan, so, du musst halt richtig suchen, schau mal dein Zimmer an. Das ist voll unordentlich, kein Dings. Und ich habe es nie getragen, wenn wir uns getroffen haben. Ich habe immer dann so, immer so, da war ich schon schlauer, ja. Okay, das ist die zweite Story. Jetzt bin ich gespannt auf die letzte. Also von den beiden Stories habe ich schon mal meinen Favoriten. Aber ich sag wie gesagt noch nichts. Dritte Story, let's go. Okay, dritte Story. Handelt von einem Jungen. Und zwar bin ich damals von einem richtig dreckigen, ekelhaften Stadtteil in ein kleines Dorf gezogen. Und da musste ich natürlich auch die Schule wechseln. Und da gab es halt so einen Typen in der Klasse, auf den ich richtig Auge gemacht habe. Also ich fand den richtig cute. Heute denke ich mir so, warum? Ich stehe nicht so auf Allmanns, aber okay. Ich fand ihn richtig süß und richtig cute, weil er halt dieser Bad Boy war. Er hat immer so, weiß ich nicht, Lehrern Widerworten gegeben. Und keine Ahnung, es war halt richtig so, was man halt mit 13 cool fand. Dieser Bad Boy, der in der Raucherecke stand mäßig und ja, auch die anderen Girls aus meiner Klasse fanden ihn richtig nice und dann dachte ich mir so, okay, wieder Konkurrenzkampf, aber er fand mich halt besser, weil ich war halt so die Neue, ich bin in die Klasse gekommen, war halt interessanter für ihn und dann hatten wir halt auch ein bisschen Kontakt, halt so ein bisschen geschrieben, war halt in der Klasse, wir saßen nebeneinander, wir haben immer so eine auf Dings getan, ein Couple und so, obwohl wir nicht zusammen waren, hatten wir eines Tages lang Unterricht und Mittagspause und dann haben wir natürlich zusammen gechillt, weil ich ihn halt voll gern mochte und er hatte halt einen Böller mit. So einfach so 13-jähriger Junge, er hatte einen Böller mit, weil er es krass fand und das war einfach typisch für die Jungs in meiner Klasse. Also nicht nur er, also generell typisch für die Jungs in meiner Klasse, die haben Böller in Briefkasten geschmissen, in die Klos, halt einfach so, die dachten, es wäre cool, Sachen kaputt zu machen. Es war auch damals cool. Ja, aber so, ich dachte mir so, okay, ich fand es nicht so cool, ehrlich gesagt, ich war so, mein Gott, das ist gar nicht krass, aber er hat mich dann gefragt,
ob wir zusammen einen Böller in die Schultoilette schmeißen wollen. Und ich war halt so, nee, eigentlich nicht, aber dachte mir so, ja, okay, ich finde den schon ganz süß. Hab diesen Böller angezündet, in die Jungstoilette geworfen und ich habe keinen Ärger bekommen. Also die Leute wissen bis heute nicht, dass ich das war, aber der Typ ist einfach von der Schule geflogen. Oh. Also es war nicht der einzige Grund, warum er von der Schule geflogen ist. Er hat auch eine E-Mail an eine Lehrerin geschrieben und sie voll beleidigt und sowas. Also meine Klassenlehrerin. Ja, aber das mit dem Böller war auch ein Teil und zum Glück bin ich eh nicht mehr auf der Schule, also kann ich es jetzt auch sagen. Deswegen, ja, er ist einfach sozusagen von der Schule geflogen wegen okay, mir. Also Leute, es ist wirklich schwer zu sagen. Die Auflösung von Ellies Stories kommt jetzt und sie hat die letzte Story so lange erzählt, aber sie ist nicht dumm. So, und ich sage, die erste Story ist wahr. Das mit der Narkose? Ja. Weil Nein. Sie haben unwahrscheinlich... Nicht? Nein. Oh mein Gott, was es war? Das mit dem Armbändern. Nein! Okay, Leute. Jetzt kommen wir zu meinen drei Stories. Die haben es alle richtig in sich. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Story. Ellie weiß ja, dass mein Lieblings-YouTuber von damals und eigentlich heute auch immer noch... Wer ist? Der auch bei Couple Challenge war. Genau, KS Freak. Ja. Und als er 200.000 Abonnenten erreicht hat, war ich auf seinem Abo-Treffen in München am Odeonsplatz, da bei der Maximilianstraße für die Münchner unter euch. Und die haben da Tanzbattle gemacht mit Krappi und dieser Mahan und alles. Und ich habe KS Freak richtig genervt. Ich habe ihn voll oft nach Bildern gefragt, war die ganze Zeit bei ihm, habe ihn gefilmt mit meinem Handy. Und er war so richtig kurz davor, mir eine zu ziehen. So, wäre ich nicht sein Abonnent gewesen. Er war wirklich so richtig genervt und dachte sich so, was ist das für einer, was will der von mir die ganze Zeit? Und dann am Ende, also wir waren bei Burger King, und die haben sich was zu essen geholt, 10 Abonnenten standen so daneben und haben auch sich was zu essen geholt. Ich zu dem Zeitpunkt broke gewesen, nichts zu essen geholt. Ich glaube, bei Chaos Freak lief YouTube Money damals noch nicht so, deswegen konnte er den ganzen Leuten bei Maggie nichts ausgeben. Ist ja aber auch nicht schlimm so, weil das waren locker 10 Leute oder so. Und dann, nachdem wir bei Burger King waren, ist er halt gefahren und er hat wirklich bei jedem eingecheckt. Bis auf bei mir, weil er sich gemerkt hat, dass ich ihn die ganze Zeit so genervt habe und auch gefilmt habe. Hätte ich mein altes iPhone 4 noch, so wo die ganzen Aufnahmen drauf sind, Digga, das waren so legendäre Aufnahmen, aber mein iPhone 4 ist damals kaputt gegangen. Das ist auf jeden Fall die erste Story. Dann die zweite Story, meine lieben Damen und Herren, war in der Grundschule. Und zwar habe ich einfach mit einem Kollegen von mir, okay, das ist auch so was Ähnliches wie bei dir. Wir haben Ärger bekommen. Und zwar, während Sport sind wir einfach, weil die Mädchen haben sich bei uns immer in der Umkleide, da wo man seine Schuhe ausziehen musste, wo man die Hausschuhe dann anzieht für die Klasse und so. Damals in der Grundschule war das eh immer voll nervig. Immer Hausschuhe anziehen. Ich hab's gehasst, Alter. Junge, ich... Nee. Und die haben sich immer da umgezogen und wir haben uns umgezogen in der Klasse. Weil früher hatte man ja noch Zusammensport. Und ich und mein bester Kollege in der Grundschule dachten uns, okay, wir gehen einfach mal in die andere Umkleide, bisschen spannen. Die Lehrerin hat es mitbekommen. Wir haben zwar ein bisschen was gesehen, obwohl man in dem Alter noch nichts sehen konnte. Und haben dann daraufhin einen Verweis bekommen. Das ist auf jeden Fall die zweite Story. Mhm. Und die dritte Story ist bei einem Fußballturnier passiert mit einem Kollegen, falls du das hier siehst, Grüße geht raus. Auf jeden Fall, es war ein Fußballturnier und wir haben ganz normal in der Halle gespielt, daneben, wo die ganzen Umkleiden sind und so. Die Leute, die Fußball spielen, kennen es ja, kurz bevor ein Spiel bei einem Hallenturnier zu Ende ist, gibt es diesen Durchgang. Und da bei diesem Durchgang war so ein Feuermeldedings. Wenn der Ball da drauf kommt, dass der Alarm angeht. Was ist passiert? Wir haben mit dem Ball dort rumgespielt, mein Kollege und ich. Dann auf einmal ist der Ball da drauf gekommen und alles wurde gestoppt. Wir mussten rausgehen, Feuerwehr ist gekommen. Alles, Turnier wurde um eine halbe Stunde wegen uns verspätet bzw. pausiert. Und ja, das ist auf jeden Fall meine dritte Story gewesen. Ellie muss jetzt sagen, welche von diesen drei Stories stimmt. Wenn sie es richtig errät, dann bekomme ich eine Bestrafung. Wenn sie es nicht richtig errät, gibt es einen Teil 2.
2. Genau, den wird es aber so oder so geben, wenn ihr ein Like da lässt. Also bei der ersten Story glaube ich nicht, dass sie wahr ist, weil du hast mir schon so viel über Case Freak erzählt und ich glaube, dass du so ein Detail, dass du ihn so genervt hast, glaube ich auch erzählt hättest. Mhm. So, und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es wahr und ich weiß nicht, ich glaube, er hat am Anfang McDonald's gesagt und hat dann beim zweiten Mal Burger King gesagt. Deswegen glaube ich nicht, dass das stimmt. Bei der zweiten Story, da ich weiß, was du für ein Schlingel bist, kann ich mir das schon krass gut vorstellen. Aber da es eigentlich Umkleidekabinen geben müsste, denke ich mir schon, das könnte ein Haken sein. Also das könnte falsch an der Geschichte sein. Und bei der dritten Geschichte, ich weiß halt nicht, wie es bei eurer Schule ist oder ob es generell so ist, dass die Feuerwehr direkt kommt, wenn ein Alarm losgeht. Deswegen ganz, ganz schwierig, aber ich entscheide mich einfach mal dafür, dass die zweite Story richtig ist. Also, ich habe in meiner gesamten Schullaufbahn keinen Verweis bekommen. Okay. Erste Story stimmt auch nicht. Ja, das hattest du recht. Also, ich war auf dem Abo-Treffen. Ja, das weiß ich. Ich weiß nicht, ob du mir ein Bild gezeigt hast, aber du warst auf jeden Fall da, das weiß ich. Aber ja. Und die dritte Story ist halt wahr. Das ist wirklich bei einem Hallenturnier passiert. Okay. Grüße gehen raus an der Stelle an Simon. Das war so lustig. Wir hatten so Schiss. Krass. Und die haben gesagt: Ja, gibt es jetzt zu, wer das war und so. Euch wird auch nichts Schlimmes passieren. Also, das ist Klassenkameraden von mir auch passiert. Aber keine Ahnung, ich war mir halt nicht sicher, ob direkt Alarmanlagen angeht, aber bei so öffentlichen, bei Schule oder weiß ich nicht, Fußballturnier, ja. Kita oder so müsste das eigentlich passieren, ja. Aber zwei passt halt besser zu ihm, sage ich mal so. Auf jeden Fall, wenn ihr einen zweiten Teil sehen wollt, ich würde sagen, grob bei 30.000 Likes machen wir das. Neben meinem Kopf kommt jetzt zu den letzten Videos. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen, um die nächsten Videos nicht zu verpassen und tschüss!